神羅転生。Der Brunnen und ab rein. Das war zu spät, viel zu spät. Ich lasse dich noch mal eine Runde fliegen. So. Ich hasse es. Die macht andauernd ihren Kack. Doppeljump am Anfang. So ein behindertes Ding, ey. So. Was zum Geier? Warum habe ich jetzt Schaden erlitten? Bullshit, ey. So. Diesmal hat es nicht ganz so lange gedauert, durchzukommen. Glücklicherweise. Ey, hör auf. Das Ding, Alter. So. Das ist die Frage. Es gibt so viel Damage, dieses Ding. Echt, diese Hexenkessel oder was das auch ist. Boah. Ein Schein. Da ist Bane the Cat, sehr schön. Oh Gott. Okay. Ist hier der Helm? Nee. Und ich dachte, der führt mich zu irgendwas Brauchbarem. Ach so. So. Okay, sowohl nach links als auch nach unten geht's weiter. Ich würde mal gerne mal eine Fähigkeit haben, mit der ich übers Wasser laufen kann oder unter Wasser atmen oder sonst wie, dass ich nicht andauernd im Wasser krepiere. Aber nein, warte. Sie ist ja eine Hexe, deswegen muss sie ja im Wasser sterben. So. Och nö. Das ist selbst mein Doppeljump zu hoch. Das finde ich jetzt aber ganz blöd. Ah.
So. Ach, das ist komplett alles so hoch. Och, Bullshit. Eklig. Was ist das für ein ekliges Ding gewesen, diese Pflanze? Shame. Shame on diese Pflanze, ey. Das gibt's doch nicht. Nö, nö. Ja, ja, das gibt's doch nicht. Ah, ja, ja, ja. Gut. Erstmal kurz hier oben kurz. So, dann geht's hier runter. Joa, ordentlich, die mich getötet. Da ist alles nochmal schön normal. Hm. Sehr schön. So. Mach doch nicht den Doppelsprung da schon, du behindertes Mädel. So, komm zurück. Ja klar, warum auch springen? So weit weg. War doch klar. Kein Spaß. Das ist Bullshit. So. So. Gehe ich jetzt mal hier weiter. So. Damit. So, drei habe ich davon. Sehr schön. So. Hab. Oh, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Ja, oh mein Gott, so schön. Brauche ich diesen Scheiß nicht mehr zu machen. Oh mein Gott, das habe ich gerade so gerettet. Ich war schon wieder kurz vom Nervenzusammenbruch gefühlt. Natürlich nicht so schön wie beim letzten Mal. Also beim letzten Mal war es wirklich... Oh Gott, hier war ein Brunnen. Ja gut, hätte ich das geahnt, hätte ich nicht... Aber egal. Egal. Natürlich ist hier ein Boss. Komm.
Komm her, alter Mann. Bist du Herrscher der Motten oder wie? Ständig in einem fairen Kampf. Nein. Boah. Also erklärt mir, wie wolltest du dich gegen den Gesang von Cad Bane wehren? Verdammter Bane, Kid. Noch hat ihn niemand gefunden, aber er hat schon eine Menge Ärger verursacht. Bist du dafür wirklich auf meine Domain gekommen? Ich dachte, Borovic schickte sie. Er schickte dich. Entweder das oder meine geliebte Kikimura ist verrückt geworden und hat dich gebeten, gegen mich zu kämpfen. Du und Kikimura, ihr passt sehr gut zusammen. Warum sollte sie mich bitten, mit dir zu kämpfen? Ja, nun, Borovic hat sie komplett in Verlegenheit gebracht. Wenn dich also niemand geschickt hat, was ist dann dein Problem? Mein Problem ist, einen Weg zu finden, mich vor Banes Beschwörung zu schützen. Hast du etwa über den magischen Helm gehört? Ja, ich habe es sogar gefunden. Vor langer Zeit, bevor ich mich auf die Suche nach Svetsuras Katzen machte, um mir den Weg nach Bane zu zeigen. Aber ich habe keinen von ihnen gewischt. Übrigens wegen dir. Du hast sie alle zurück ins Dorf gebracht. Wie auch immer, ich brauche diesen Helm nicht mehr. Ich habe keinen Grund, jetzt nach Bane zu suchen. Also könnte ich jetzt haben? Könnte ich ihn haben? Ja, du kannst alles haben, was du willst, aber du bist zu spät dran. Borovic hat meinen Helm gestohlen. Borovic? Hofft auch, Bane zu finden? Borovic wartet nur darauf, Ärger zu finden und zu verursachen. Ich habe keine Ahnung, wofür er den Helm braucht. Ich jagte alle seine Diener aus dem Sumpf, aber der Verfluchte versperrte mir den Weg zum Dorf. Wie kann ich also Borovic finden? Warum sollte ich das wissen? Ich wünschte, ich würde ihn nie wiedersehen. Frag Kikimura nach ihm. Oh, erstens, wo soll ich nach Kikimura suchen? Und zweitens, warum sollte sie wissen, wo Borovic ist? Kikimura saß sicher weinend im südlichen Teil der Sümpfe. Sie geht immer dorthin, wenn wir einen Streit hatten. Was sie und Borovic betrifft, sie wurden sehr nah. Sie wissen alles über den jeweils anderen. Ist also nicht wegen dem Sam, sollen sie und Borovic sich gegenseitig wegen Kikimura verletzen? Bei Kikimura, ich würde sogar dich verletzen. Geh weg, ich fühle mich schon schlecht genug, ohne dass du mich ausfallst. Es wird der Tag kommen. Zu Tag schlimmer. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Ach ja, eine Liebesbeziehungsdreieck. Erstmal gespeichert, dann haben wir diese Scheiße schon mal hinter uns. So. In den südlichen Sümpfen war sie irgendwo, meinte er gerade. Ich will mir nur kurz mal Kräfte holen. So. War schon fast genug, aber auch nur fast. Reicht noch lange nicht. Jetzt aber. In den südlichen Sümpfen. Wo hatte ich denn gegen Kikimura gekämpft? Ach, da unten muss ich hier nochmal hin. Ach so, ich muss noch weiter südlich. Oh, verstehe, verstehe. Alter, was war denn das für eine Scheiße? Erst der Schaden durch dieses Mistding und dann... Alter, ekelhaftes Ding. Ja klar. Ist
das denn für eine Scheiße? So. Da ist noch irgendwas. Oh, lebt da wirklich jemand in den Sümpfen? Wer bist du? Was ist daran so überraschend? Mein Name ist Achim. Ich lebe hier, seit ich 16 Jahre alt bin. Hast du keine Angst vor all den Bösen um dich herum? Und wo soll ich wohnen? Ich bin verflucht, meine Liebe. Was ist das für ein Artfluch? Willst du das wirklich wissen? Denk daran, dass jeder, der sich mit mir anfreundet, leiden wird. Also halt dich besser den Mund und rette dich. Ich habe meine Mutter geschworen, dass ich keinen Menschen in Gefahr lasse. Also sag es mir, sonst kann ich mein Versprechen nicht einhalten. Oh, na dann, hör zu, meine Liebe. Vor Jahren wurde ich von Niho verflucht. Es ernährt sich von meinem Schmerz und wenn ich irgendeinen Freund finde, nimmt er sie mir nur wieder weg. Mein Glück ist in seine Anhänge eingeschlossen. Er verletzt meine Lieben, um sich von meinem Kummer zu ernähren. So war ich gezwungen, meine Frau und meine Tochter zu verlassen, um sie in Sicherheit zu bringen. Ich kann sie nicht einmal besuchen, weil ich weiß, dass Liho mir folgen und mir meine einzige Liebe und Freude wegnehmen würde. Du hast sie zu ihrem eigenen Besten verlassen und bist hierher gezwungen? Warum hierher? Hier in den Sümpfen gibt es nichts, worüber man sich freuen könnte. Manchmal fliegt ein Schmetterling vorbei, ich lächle, doch dann erscheint Liho und stampft mit dem Finger gegen einen Stein. Oft brechen die Biester des Sumpfes in mein Haus ein. Und plötzlich erwacht ein unerklärlicher Lebenswille. Ich nehme die Axt in die Hand und kämpfe. Und es ist, als ob für einen Moment die Hoffnung wieder erwacht. Aber Liu kommt immer und immer wieder zurück. Ich habe keine andere Wahl, als es aufzuhören, mich zu wehren, denn er steht am Fenster und starrt mich bösartig an. Er erinnert mich sofort daran, dass mein Lebenswille ihm nur noch mehr Energie gegeben hat. Hast du nicht versucht, Krieg gegen Liu selbst zu führen? Ja, ich habe in meiner Jugend versucht, ihn herauszufordern. Ich hatte eine Axt, einen Bogen und Pfeile. Er hat sich nicht auf den Kampf vorbereitet. Er sah mich einfach nur in feierlicher Umschweigen an. Und mein Eifer, mich zu wehren, war erschöpft. Mir blieb nichts anderes übrig, als um den Tod zu beten, aber selbst da hatte er Liu kein Erbarmen. Er starrte mich an, bis meine Waffe fallen ließ und wegging. Und darauf wartete, dass er der Sumpf mich verschluckt. Aber jedes Mal, wenn ich auf Treibsand stieß, zog mich Lihos Klauen heraus, sodass ich immer wieder hochklettern konnte. Ich habe noch nie von so einer großen Ungerechtigkeit gehört. Das ist zu grausam. Und was kann ich tun, Kind? Ich habe mich sogar an die Art und Weise gewöhnt, wie die Dinge sind. Denk nicht einmal daran, mich wieder zu besuchen. Ich mag ihre Gesellschaft, aber am Ende wird Liu mir alles weg. Mach dir keine Sorgen um mich, Achim. Bitte vertraue mir darauf, dass sich alles bald ändern wird. Ach, ich hatte schon wieder keinen Trank mehr. Scheiße. Ja, ich speichere erstmal. Hol mir dann die Energie zurück. So, hier müsste es gewesen sein. Ja. Ah, diese Treppe. So. Okay, halt die vorübergehende Verteidigung. Okay. Das ist Schwachsinn, das brauche ich nicht. Nein. Verdammt. Diese Scheiße. Ah. Verdammt, ich muss doch noch ein Wäldchen gehen. Auf. Ja, trifft mich doch. Hallo? Komplette Verteidigung ist down. Hör doch auf, deine scheiß Kugeln zu feuern. Dexting. So. Jetzt muss ich irgendwie hier. Und so.
So. Da war noch nicht mal das Geräusch oder sonst wie, das war einfach down. So. Ich krieg nicht mal die Gelegenheit für diese Scheiße. So. Dahin. Also in den südlichen Sumpf muss ich. Und Leo herausfordern. So. Zack, zack, zack. Ich find's scheiße, dass man nur drei Trinker mit sich rumschleppen kann. Gib mir doch mehr Leben. Seid doch fair, was soll die Scheiße? Oh Mann. So. Das ist doch Bullshit. Aber gut, dann würde ich erstmal hier diese Aufnahmesession beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage noch Tschüss, haben Sie meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü.